In Themen der Meinungsverschiedenheiten, also in Themen, in denen die Gelehrten sich uneinig sind, hört man häufig die Aussage, das Richtige in dieser und jener Thematik ist diese und jene Aussage. Ja, oder diese Meinung ist die richtige Meinung in dieser Thematik. Und viele Muslime haben leider ein Fehlverständnis bezüglich der Interpretation solcher Aussagen. Sie denken nämlich, dass wenn ihr Lehrer ihnen sagt, das Richtige in dieser und jener Thematik ist diese Antwort oder diese Ansicht, so denken sie, dass dies das Richtige bei Allah subhanahu wa ta'ala sei. Oder sie lesen ein Buch und dort steht, dass es eine Meinungsverschiedenheit gibt bezüglich einem Thema und in dem Buch steht, aber die richtige Antwort oder die richtige Ansicht in dieser Thematik ist diese und jene. So denken, wie gesagt, viele Geschwister meistens, dass damit gemeint ist, das Richtige bei Allah subhanahu wa ta'ala ist diese Ansicht. Und wenn eine Person dies wirklich denkt, ja, sie sitzt in der Moschee oder lernt von einem Scheich und der sagt, dieses und jenes ist das Richtige in dieser Thematik und diese Person denkt, okay, das ist das Richtige bei Allah subhanahu wa ta'ala, so gibt es hier verschiedene Möglichkeiten bezüglich ihrem Scheich oder ihrem Lehrer. Die erste Möglichkeit wäre, dass ihr Lehrer nach dem Propheten alayhi salatu wassalam noch weiterhin Offenbarungen von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Ja, dass der Lehrer vor dieser Thematik steht und Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam schickt mit der richtigen Antwort zu diesem Lehrer. Das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass dieser Lehrer ein extremer Sufi ist, der behauptet, er würde selbst in Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Er würde selbst in Kontakt mit Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah subhanahu wa ta'ala würde ihm sagen, dass in dieser Thematik dieses und jenes das Richtige bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Die dritte Möglichkeit ist, dass du sagst, dass dein Lehrer fehlerfrei ist. Dass dein Lehrer fehlerfrei ist, so wie es auch die Rawafid behaupten von ihren 12 Imamen. Das wäre die andere Möglichkeit. Oder dein Lehrer hat in die wohlbehüteten Tafeln bei Allah subhanahu wa ta'ala geschaut und kennt das Verborgene bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du denkst, dass das, was dir beigebracht wurde, als das Richtige, ja, oder die richtige Ansicht, dass das das Richtige bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, was Allah subhanahu wa ta'ala als richtig festgelegt hat, so bedeutet dies automatisch, dass eins von diesen vier Möglichkeiten bezüglich deinem Lehrer, die ich gerade genannt habe, der Fall sein muss. Und wenn du das denken solltest, dann hast du ganz andere Probleme, als dich über Thematiken der Meinungsverschiedenheiten zu kümmern. Ja, dann solltest du dich über ganz andere Thematiken kümmern, als über die Thematiken der Meinungsverschiedenheiten. Und was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Wenn ihr von irgendjemand hört, die richtige Ansicht in dieser und jener Thematik ist diese Ansicht, oder diese Meinung, ja, oder das steht irgendwo, dann ist damit immer das Richtige bei diesem Lehrer gemeint. Das bedeutet, dieser Lehrer sieht diese und jene Ansicht als richtig. Oder der Autor von diesem Buch, er sieht, dass diese Meinung stärker ist als die anderen Meinungen und sieht deswegen diese Meinung als richtig. Daher kannst du zu jemand anderen gehen, der die komplett andere Meinung als richtig ansieht. Ja, und die Meinung, die du bis zu diesem Zeitpunkt als die richtige Meinung vertreten hast und angesehen hast, als schwach ansieht. Ja, man muss also bei diesem Thema der Meinungsverschiedenheiten eine bestimmte Toleranz haben und wenn man die nicht hat, dann diese entwickeln und nicht denken, dass das, was man als das Richtige kennengelernt hat, dass dies das Richtige bei Allah subhanahu wa ta'ala ist.